Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Mist Survival. Es ist schon wieder ein paar Tage her, logischerweise. Und eventuell kamen die letzten beiden Tage. Und wenn ich sage eventuell, ist es ziemlich sicher, keine Videos. Weil ich einfach nicht dazu gekommen bin, aufzunehmen. Dafür jetzt wieder. Sorry. Aber manchmal ist es halt, es ist Messezeit momentan und da ist halt so viel los, dass ich einfach nicht dazu komme. Da machst du nichts. Wir wollten uns die Stadt hier angucken. Die Stadt, hui, die Stadt existiert nicht. Also werden wir jetzt hier hinfahren. Und zwar, oh, da unten waren wir, glaube ich, auch noch nicht gewesen. Schauen wir mal, was wir da finden. Ach doch, hier. Ja. Warte, 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 warte. Genau. Das ist. Ah, stimmt. Ich weiß, wo wir sind. Okay, ja. Ich glaube aber trotzdem, dass wir hier hinten noch nicht drin gewesen sind. Und wir gucken da mal rein. Und looten mal so ein bisschen die Stadt hier. Höre ich was? Ich muss mal lauter machen. Warum? Hilfe! Ja. Moment. Ich meine, alter Schwede. Warum konnte ich denn gerade nicht rennen? Ich fahre dich über den Haufen. Okay, ich fahre dich nicht über den Haufen anscheinend. Nun, ne, ist okay. Wir haben doch Waffen dabei. Warte mal, ich muss erstmal die Lage checken. Ich gerade erst wieder angefangen, kann doch nicht sein, dass das jetzt hier so ausartet. Warum kann ich nicht rennen? Ducken, rennen. Ich kann nicht rennen, weil mein natürlich meine Füße im Arsch sind. Was übrigens sehr weh tut. Okay, dann gehe ich hier hoch und mal gucken. Wir haben noch hier den Onkel da und zur Not haben wir auch den. So, ein bisschen weit weg, ne? Okay. Lass man erstmal herkommen. Ich denke aber, dass der hier, glaube ich, oder die hier, glaube ich, besser ist dafür, auch wenn wir nur 16 Schuss haben. Ja. Oh, na klar. Ich will nicht ins Auto schießen, das wäre ziemlich blöde. Ja, okay. Definitiv getroffen. Was tut er? Ist er unterm Auto eingeklemmt? Hier scheint alles okay zu sein. Ja, gut, okay. Nein. Ich weiß noch nicht, was man damit machen kann, aber. Was war nur eine diesmal? Warte mal. Ah ja, okay, das hört sich auf dem Boden so an. Anscheinend war es das gewesen. Okay, naja, schade. Oh. Nummernschild. Naja. So. Dann gucken wir mal weiter, dass wir finden den anderen Dude. Und dann gehen wir hier rein. Aber hallo. So.
Einmal nach oben. Nun. Und meine Machete ist im Arsch. Toll. Zum Glück haben wir noch ein paar. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo ist er hin, ne? Hups. So, wo ist er hin? Wir können immer noch nicht rennen. Das ist halt ziemlich bescheiden. Ich glaube, dass einer hier irgendwo lang gegangen ist. Sicher bin ich mir allerdings nicht. Natürlich. Ja. Müssen jetzt mal ein bisschen leise sein. Ah, ich verstehe. Da ist wieder so ein Nest. Ein Wibbelwabbelnest. Ah, das geht nicht auf, okay. Das war nicht der Plan, aber okay. Aber es pocht nicht. Wie in der anderen Scheune. Das war ja dann wie so ein pochendes Herz gewesen. Und das ist momentan nicht der Fall. Lebt es noch? Man weiß es nicht. Ein Rad, ja klar. Ich mag Räder. Deswegen nehme ich sie alle mit. Sicher ist sicher. Die hat ein bisschen mehr Bums. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so ein leichtes Unwohlsein gerade, weil ich nicht weiß, wo das Vieh hin ist. Naja. Wir werden das schon überleben, oder nicht? Nein. Ich weiß, dass ich einen anhabe und ich glaube, dass er auch nicht kaputt geht, oder? Equipment? Mehr nicht so richtig. Und ich glaube, zu Hause haben wir auch noch einen. Von daher Seil. Also Seil, finde ich, könnte man immer mitnehmen. Aber nö, macht er nicht. Das nehme ich auch. Da geht es noch höher, okay. Was haben wir hier? Oh. Das nehme ich auch. Und ein. Was ist das? Oh, kommt mir fast. Ja, nö. Nö. Ich weiß, was ist das? Was habe ich denn hier? Ich kann es noch nicht definieren. Irgendwas für die Gartenarbeit. Essen, Essen und Trinken. Ein bisschen Öl. In den heutigen Zeiten Gold wert. Im wahrsten Sinne. Ich war gestern einkaufen. Einkaufen fürs, ja, was heißt fürs Wochenende? Ich war irgendwie das letzte Mal vor 2 Wochen oder so einkaufen gewesen und da habe ich natürlich wieder so ein bisschen Stuff gebraucht. Ich habe echt nicht viel geholt, ne? Also, es war so, Einkaufswagen war so ein Drittel voll, ne? So die Dinge, die man halt für den täglichen Bedarf braucht. Essenstechnisch war jetzt noch nicht mal gar nicht so viel mit dabei gewesen. 90 Euro. Ich hab die Kassiererin angeguckt, ich habe in den Einkaufswagen geguckt und habe mir gedacht, so, ja klar, logisch. Für was? Für was? Frage ich mich. Das ist unglaublich momentan. Nee. Also preistechnisch ist sehr schwierig gerade. Ein Cap sehe ich nicht. Eine Schatzkarte auch nicht.
Was ist das? Irgendwas mit 10:30 Uhr, irgendein Platz. Ladies Night, ah, cool. Ja, Flaschen nehmen wir mit. Hier hat auch schon mal einer gepennt. Würde ich definitiv mitnehmen. Die Leiter und auch die Lampe, wenn sie dennoch funktionieren sollte, weil Leitern kann man immer gebrauchen. Was ist das? Nee, kann es nicht. Kann ich nicht richtig erkennen. Ja, hier noch was? Nee, Sniper Rifle vielleicht. Zufällig eventuell auch nicht. Ist es nur diesig oder wird es neblig? Mal drüben draußen waren wir noch nicht, ne? Ja, gucken wir da mal. Warum ist denn mein Auto so dreckig? Ich meine, cool, dass es überhaupt dreckig wird. Auch definitiv mitgenommen. Aber naja, gut, dann nicht. Hier ist sonst nichts weiter. Es ist mir auch irgendwie zu ruhig und gleichzeitig habe ich dieses Unbehagen, weil ich weiß, hier läuft noch so ein Vieh rum. Und so richtig, naja. Ja, wobei, doch, die AK war hier. Das war schon mal von Vorteil. Ein Molotow bräuchte ich tatsächlich, um dieses ja, Nest zu zerstören. Aber den habe ich, glaube ich, nicht mit bei. Und kann ich mir einen machen? Ja, dafür bräuchte ich Alkohol, den ich nicht habe. Okay. Dann kann ich mir auch keinen machen. Ja. Jawohl, 9 mm Munition. Ich muss mir, glaube ich, zwangsweise echt alles irgendwie doppelt angucken, weil ich Dinge vergesse. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem Schlauch. Ach komm, nimm mal mit. Nee, hier scheint. Ja, hier kommen wir wieder hoch. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Ist. Hups. Und jetzt können wir wieder rennen. Ja. Nice. Okay, hier ist noch ein Fahrrad. Auch das. Alles mitnehmen. Weg, weg, weg. Sammle ich momentan nicht, weil Schrank ist voll. Er braucht sehr lang, um hier hochzukommen. Ich habe es gehört. Ich habe irgendwas tatsächlich gehört. Und ich habe Durst. Und ich habe Hunger. Oh, die Sonne kommt wieder raus. Schön. Okay, dann können wir die zweite auch gleich noch essen. Essen trinken. Ich habe es gehört. Also denke ich zumindest. Vielleicht habe ich auch Hallos geschoben. Ich weiß es nicht. Ich gehe erstmal hier hoch. Nein, gehe ich nicht. Ich gehe hier hin. Ich habe keine Angst. Ich werde überleben. Ja, nehme ich. Hört ihr das? Ja. Ja. Als ob er schläft. Der ist hier hinter oder so. Mit Sicherheit. Ach, gucke. Ja, genau, nein. Also der schläft definitiv nicht. Hoch, 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 hoch. Aua! Da komm.
Nein! Nein! Oh, Alter! Junge! Okay, nicht auf die Motorhaube runter. Ich hoffe so, dass ich. Okay. Erwischt. Die schlucken ganz schön viel. Alter Schwede. Ja. Nee, die wollte ich eigentlich. Die ist fast hinüber. Hier ist noch ein Cartwheel. Ja, ich habe ja jetzt, glaube ich, eigentlich auch genug. Wobei ich glaube, wir haben erst zwei Cartwheels. Von daher haben wir wahrscheinlich noch nicht genug. Holzi, 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 Holz. Holzi, Holzi, Holz. Oh, da ist ein Eimer. Ja, den nehmen wir mit, den brauchen. Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch nicht dein Ernst. Eigentlich ist es Quatsch. Eigentlich ist es Quatsch. Wir packen einfach alles ins Auto. So, hier packen wir die Geschichte rein. Das können wir wahrscheinlich nicht stacken, ne? Nee, natürlich nicht. Warum sollte man das tun können? Das macht ja gar keinen Sinn. So, das. Da werden wir nicht mehr viel für finden. Angeln, genau. Angeln wollte ich auch unbedingt mal gehen. Einfach nur um, oder beziehungsweise. Mal gucken, ob es überhaupt geht. Ne? Das achso, hier war mir noch nicht oder ist mir noch nicht so richtig klar, ob das jetzt nur funktioniert oder ob das nicht funktioniert. I don't know. So und so. Ich denke, das wird damit voll werden. Hier machen wir Waffen rein. Dass wir das jetzt schon mal so ein bisschen sortiert haben. Weil wir wollen ja noch in die Stadt gehen. Munition packen wir hier mit rein. Ja, die brauchen wir natürlich auch logischerweise. Flaschen. Warte mal, das ist ja totaler Quatsch. Wir werden noch nicht so viele Waffen finden. Es geht wieder los. Dass wir einen eigenen Schrank für Munition brauchen. Da bin ich ein bisschen sehr, naja, wie sagt man, zu schnell nach vorne geschossen. So, hier packen wir dann ja, so Stuff rein. Das wir brauchen. Okay. Nee, gut. Oh, gut, dann nehmen wir den Eimer mit. Hier ist. Nee, ein Rad spare ich mir tatsächlich auch. Wir haben genug Reifen. Also wirklich. Reifen brauchen wir definitiv nicht. Das müllt uns nur zu. Dann kommen wir mal hier hoch. At first. Oder erstmal gucken wir hier. Aber hier ist eine Kabeltrommel. Ganz toll. Europaletten, Bretter. Kann man alles nicht mitnehmen. Na gut. Ja, wir haben definitiv noch ein bisschen was vor. Ich weiß auch nicht, ob das respawned ist. Alter, alter Schwede. Und die packe ich auch mal weg. Hier ist nichts. Gar nichts. Okay. Boah, Leitern ins Spiel, ne? Meine Fresse. Das ist manchmal echt tricky. Aber es funktioniert. Noch. So, was haben wir hier noch? Ja, ich habe doch hier auch was gesehen. Als ich weggelaufen bin, richtig. So, und nun, was bist du? Tierdung. Ja, ich denke, um Beete und sowas. Und Zeugs anzubauen. Aua. Soll das so sein? Ich habe Metall im Auge. Okay. Weste. Ja. Dose. Die Weste ist ja auch schon fast im. Naja, na klar. Aber ansonsten.
sieht das hier nicht so erfolgreich aus. Da hinten in der Scheune, da waren wir auch schon gewesen. So. Mann, Mann, Mann. So. Weg, 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 und ein Brett. Ja, das brauchen wir auch unbedingt. Metal Scrap und Co. Ich glaube, da haben wir auch gar nichts mehr von, ne? Das ist ein Stein. Nun. Okay. Da oben waren wir, da waren wir, da oben drauf waren wir. Eigentlich waren wir überall. Hier drin waren wir noch nicht. Ja, schade, dass wir hier drin noch nicht gewesen sind. Das hat sich richtig gelohnt. Jetzt breche ich mir wahrscheinlich wieder alle Knochen, wenn ich hier runterspringe. Nee. Ja. Nee, Animal Dung, genau, richtig. Für Dünger und so kann man den bestimmt nutzen. Würde Sinn machen. Um dann Erde anzureichern und dann schönes. Oh ja, nehme ich. Ich war überall, ne? Um dann schöne Beete zu machen, um dann Dinge anzupflanzen, um dann nie wieder Hunger zu haben. So ist der Plan. Okay, ich hoffe, hier haben wir alles. Dann fahren wir jetzt vor einen Reifen. Fahren wir jetzt hier rüber. Können ja hier noch mal gucken. Trecker mitnehmen. Geht nicht. Natürlich nicht. Animal Dung. Eine Kiste mit Munition. Die nehme ich gerne. Die Kiste. Na gut. Da baue ich mir lieber einen Schrank. Ganz ehrlich. Ja, nee, nischt. Nischt. Au, au, au. Oh Gott. Schon wieder fast alle Knochen gebrochen. Ich höre Dinge. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es meine Einbildung ist oder wilde Tiere. Da ist was nicht richtig, würde ich sagen. Nee, ja, ich frage nicht. Ich nehme das einfach hin. Vielleicht wird gerade. Ach, hier. Vielleicht wird ja gerade irgendwie also schmutzige Autos oder sowas oder Schmutz generell, dass er an Autos entsteht, implementiert. Das kann ja durchaus sein und das sieht momentan so aus. Oder es ist irgendwas anderes. So, das letzte Mal waren wir hier auch schon gewesen, oder nicht? So, hier haben wir noch Tierdung. Dann hier noch Bretter und dann haben wir hier Munition und da kommen die Weste, packen wir auch hier rein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir so viel Kram finden, dass wir das alles vernünftig sortieren können. Ja, ich habe schon wieder die Kontrolle verloren. Hier. So, einmal das und einmal das und ich glaube, hier hatten wir Stuff drinne. Ja. Ja, komm. So. Und dann gehen wir hier mal rein. Oder aber auch nicht. Da ist leer. Da ist es definitiv leer. Ich fange mal woanders an. Ich fange mal hier an, weil da weiß ich, da waren wir noch gar nicht drin.
Und ich stelle mich hierzu mal in die Mitte. Da müssen wir nicht immer 3 Meter fahren. Aber so wie es aussieht, geht es hier auch nicht rein. Da ist auch nichts drin. Ja. So, so, so. Holz, Holz, Holz. Holz, Holz, Holz. Holz. Und Beefcan. Ja, nee, finde ich gut. Beefcan, total toll. Holz, 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 was wir nicht mitnehmen können. Ein schönes Sofa, ein paar Bretter. Die nehmen wir aber mit. Da können wir Kram draus machen. Ach, mein Arm juckt. So. Wie sieht's denn hier aus? Haben wir denn hier noch irgendwas Brauchbares? Bretter, Müll, Mülltonne, ein Sledgehammer. Jawohl. Ich sollte 99,3%. Okay. Prozent. 99,1%. Das ist ganz toll. Nun, okay. Damit können wir Dinge auseinandernehmen, wenn es denn dann noch so ist, wie es mal war. Können wir das tun? Die Frage ist, was für Dinge? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ein Baseballschläger, ja, hey, ganz ehrlich, nö. Ich pack den mal weg. Das Gefühl, dass wir da irgendwie langsamer sind, ist wahrscheinlich Quatsch, aber hey, noch eine Schere. Ja, aber ich glaube, die können wir stacken. Pickup T-Shirt. T-Shirt, ja, gut, können wir hier noch stehen lassen. Eine Schere und eine Schere. Ich weiß noch nicht, was man damit machen kann. Und ich weiß nicht, warum ich das überhaupt sammle. Ein Revolver nehme ich. Revolver Munition nehme ich auch. Kiste, ma. Könnte man machen, braucht man nicht. Canfood, Flaschen, Duct Tape, Metal Scrap und noch mehr Metal Scrap und Bandage. Ja, haben wir zum Glück irgendwie noch gar nicht gebraucht, ne? Ne, Zeug? Bandage? Ne, finde ich gut, dass wir es noch nicht gebraucht haben. Das glaube ich zumindest. Und wenn, dann so selten, dass ich mich nicht daran erinnern kann, dass wir es gebraucht haben. Oh ja, oh ja, oh ja. Da sind Dudes. Stiefel? Weiß ich nicht. Sehe ich irgendwie nicht. Könnte ich jetzt natürlich, aber boah. Pff. Weiß nicht, ob ich das möchte. Das finde ich gut. Ein Zahnrad. Und ja, Brett nehmen wir auch mit. Klar, natürlich. Batterien nehme ich immer gerne. Batterien. Jetzt. Mann, Mann, Mann. So, da muss man aber mit seinem Teechen her. Da. Tee darf nicht fehlen. Was gibt's heute? Fenchel. Ganz spannend. Nee, ist aber cool. Kann man machen. Warum Teechen? Ganz einfach. Wasser ist halt auch sehr langweilig. So. Nur Wasser trinken ist halt. Nee. Mega lame. Eine 9 mm und ein. Ja, klar. My life is complete now. Stift schenke ich mir. Möchte kein Stift. Was mich aber interessieren würde. Nein. Einfach nein. Wie spät ist denn das? Oh, 17:35. Warum? Ich möchte nicht, dass es schon wieder dunkel ist. Und wird. Da kommen wir nur mit Maske rein.
Nicht gut. Gar nicht gut. Ach stimmt, es gibt ja diese Plastikauto, gibt es ja gar nicht mehr, ne? Es gab ja mal, ich habe da eine Idee. Es gab ja mal diese Plastikautos, die man abbauen konnte vor vielen, vielen Monden. Stimmt, brauchen wir noch Waschpulver oder was auch immer das ist. Das hilft nicht. Das hilft auch nicht. Hier scheint auch Dudes drin zu sein. Ich möchte ehrlich gesagt nicht im Dunkeln in die Häuser einsteigen. Ach so. Weil. Nee, macht man lieber nicht. Oh, krass, cool. Ne, das gefällt mir. Das gefällt mir nicht. Da kann man die Autos so auseinandernehmen. Das ist natürlich auch sehr schön. Mir gefällt das. Alter. Die Spiegelung gerade. Hoho. Mach doch sowas nicht. No, Metal Scraps. Na klar. Jo. Nein. Hier, dann haben wir Bretter, packen wir hier mit rein. Oh, das können wir hier mit reinpacken. Ja gut, dann können wir. Nee, das mache ich nicht. Das ist schon voll. Waffen haben wir hier. Die Machete packe ich auch mal hier mit rein. Dann Munition und Munition. Und die Sporthalschma. Gucken wir mal hier drüben nach. Futter. Futter wie bei Mutter. Hier noch mehr Futter. Den Alkohol brauche ich, glaube ich, für den Molotow-Cocktail, den ich machen möchte, den ich aber wahrscheinlich noch gar nicht machen kann. Okay. Weil da fehlt uns ja noch Zeugs zu. So. Achso. Und das hier auch. Und dann haben wir das hier wieder raus. So, Flasche, Flasche. Das ist ganz wichtig. Batterien sind ganz wichtig. Nähzeug, weiß ich nicht. Duct Tape. Ja, Bandage. Und hier kommt noch was zu trinken rein. Dann würde ich noch mal zum Autowagen gehen. Und das sieht komisch aus, aber gut. Ach hier, guck mal. Will den Baseballschläger nicht haben. Ne, das war's. Also wahrscheinlich kriegen wir vier. Ah, das war's nicht. Oh, wir kriegen es doch komplett auseinander. Oh, krass. Da hätten wir es aber vielleicht vorher auch leerräumen sollen räumen. Naja, gut. Haben wir nicht gemacht. Ja, ich ziehe euch damit rein. Wir haben das nicht gemacht. Also ihr genauso wie ich. Spät haben wir es, 18:08 Uhr. Finde ich nicht gut. Ja, jetzt haben wir nicht doch Wax. Toll, Flaschen. Na cool. Schon hat sich der Hammer gelohnt. Es ist wieder sehr dunkel. Nein, nicht noch eine Regenjacke. Dann würde ich sagen, lass uns mal nach Hause fahren und schlafen. Ein bisschen Zeug einsammeln oder beziehungsweise einsortieren. Oder. Ja, doch, fahren wir nach Hause. Ist ja nicht weit. Wir wohnen ja ums Eck. Ist ja unsere Nachbarschaft hier, ne? Also ist ja jetzt völlig in Ordnung.
So. Wie gesagt, hier im Dunkeln einsammeln, weiß ich nicht. Es ist halt einfach zu dunkel. So. Im Dunkeln ist es zu dunkel. Es ist die Weisheit des Tages. Dunkel ist da, wo die Sonne nicht scheint. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich jetzt hier richtig bin. Ich behaupte mal oder befürchte auch nicht. Ich kann nicht richtig sein. Nö, geht gar nicht. Aber ich guck mal, wo wir hier hinkommen. Ah, Andi, na klar, natürlich. Hier ist der Checkpoint, hier ist noch die Tankstelle. Und hier geht's gleich in die Heimat. Müsste eigentlich hier sein. Wie oft sind wir hier schon dran vorbeigefahren? 12 Mal? Oh nein. Was ist denn los? Hier will ich hin. So. Und so. Oh. Und dann würde ich nämlich auch sagen, ich sortiere das eben ein und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Folge. Tschüssi!